Hallo zusammen und schön, dass ihr bei diesem Tracker Session Film wieder eingeschaltet habt. Es handelt sich hierbei um ein ganz besonderes Video, das aus zwei Teilen besteht. Im Frühjahr 2019 war ich zusammen mit unserem Teamangler Raphael Bringmann an einem der größten deutschen Stauseen, ein absolutes Lostock-Gewässer, aber am Ende blieben wir nicht erfolglos. Dennoch wollte Raphael noch einmal angreifen. Dadurch, dass wir jetzt im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie hatten, war es uns nicht möglich, wieder auf einen Filmtrip zu gehen. Also kurzerhand entschlossen nahm Raphael seinen bereits eingereichten Urlaub für eine eigene Session und filmte diese im Vlog-Style. Die Session verlief überdurchschnittlich erfolgreich für diesen Stausee. Doch seht selbst, lasst euch überraschen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Herzlich willkommen zu einem weiteren Tracker-Abenteuer. Ich bin hier an einem riesig großen deutschen Stausee, dieses Mal zusammen mit Raphael Bringmann. Ja genau, auch herzlich willkommen von mir. Wie Julian schon gesagt hat, wir sind an einem der größten deutschen Stauseen überhaupt. Enorme Wasserfläche, momentan absolutes Hochwasser. Dementsprechend sitzen wir hier auch auf ein paar Quadratmeter mitten im tiefsten Wald, weil sich sonst nirgendwo einfach Platz für uns findet. In so einem richtigen Steilhang hier, ne? Also ja, ist schon ganz abenteuerlich hier das Ganze. Ja, das hat der See so an sich. Tatsächlich gibt es hier relativ wenig Angler. Man muss auch dazu sagen, der Fischbestand ist nicht enorm. Also man muss nicht mit den größten Fischen rechnen, auch nicht mit der riesigen Menge. Aber jeder Fisch ist hier was Besonderes und ich hoffe natürlich, dass wir den einen oder anderen fangen können. Das macht die Angelei auch einfach so spannend hier, finde ich. Also ich freue mich tierisch auf diesen Trip hier, auf diese Tour. Und ich bin sehr gespannt, was wir hier machen können. Du hast die Plätze ja ein bisschen vorbereitet die letzten Wochen, ne? Ja, genau. Also ich habe mir sehr, sehr viel Zeit genommen. Ich bin jetzt seit 4 Wochen ungefähr hier aktiv dabei, Fische zu suchen. Habe dann auch eine ganze Menge ab und an gefunden. Also eine ganze Menge ab und an gefunden ist gut. Mal welche gefunden, dann wieder nicht. Gott sei Dank hier relativ in der Nähe. Hab dann gesagt, okay, den Spot habe ich schon mal befischt, den werde ich auch wieder in Angriff nehmen. Hab den dann hier vorbereitet mit entsprechenden Futtermengen, auch in den entsprechenden Intervallen. War eine Menge Aufwand, ich hoffe, es lohnt sich. Ja, wir haben auf jeden Fall aufgetackelt, die Routen liegen. Wir haben die verschieden verteilt, also wir haben gegenüber eine große Landzunge, eine Landspitze, da stehen jede Menge Bäume unter Wasser. Da hast du heute auch wieder einen dicken gesehen, so um die 18 Kilo rum. Ja, genau. Da habe ich eine von meinen Routen jetzt gelegt, aber weit davon entfernt, weil wir müssen hier erstmal sehr tief absenken. Hier fahren riesige Passagierschiffe plus halt Segelboote und so weiter. Das heißt, ich habe auf 13 Metern einen Absenker eingehängt und liege auf 5 Meter Wassertiefe vor diesen Büschen. Mit einem bisschen Abstand von ungefähr 5, 6, 7 Metern. Habe eine Spur reingefüttert, um einfach die Fische rauszulocken. Weil wenn wir direkt press an den Büschen angeln würden, würden wir eigentlich jeden Fisch im Holz verlieren. Das ist absolut sicher. Also weiter davon weggeangelt. Und hier am eigenen Ufer, an der Uferkante auf 4 Meter, liegt eine Rute von mir. Hier sind 2 Ruten erlaubt. Raphael, wo hast du abgelegt? Ja, ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe links auf die Spitze von der Bucht rausgezogen. Also direkter Ausgang einer Bucht. Ein Spot, der sich bei mir auch schon bewährt hat. Ich fangen die Fische hier prinzipiell relativ gerne auf den Zugrouten ab. Genau das gleiche haben wir halt auch vor unseren Füßen gemacht. Dementsprechend liegt meine andere Route auch vor den Füßen. Ein bisschen flacher als die von Julian, ungefähr auf 3 Meter, vielleicht 2,50 Meter. Ja,
Ich denke, wir sind für den ersten Abend gut vorbereitet. Wir haben viele Spots jetzt abgedeckt mit unseren 4 Routen und werden uns jetzt mal was Leckeres zu essen zaubern, oder? Das ist eine gute Idee. Also auch echt nötig. Let's go. Heute gibt es eine leckere Nudel-Zucchini-Hackfleischpfanne. Also ich habe gerade eben fälschlicherweise tatsächlich die Nudeln reingetan, bevor das Wasser gekocht hat. Und habe die Pfanne dann als Deckel benutzt. Und jetzt sieht man dann doch, das funktioniert wirklich trotzdem, dass das Wasser sehr, sehr schnell kocht. Kann man echt nichts gegen sagen. Ich benutze das Zeug mittlerweile auch privat. Habe das schon ein bisschen getestet. Funktioniert wunderbar, die Beschichtung ist wirklich sehr, sehr gut. Also Spiegeleier da drin, da brennt nichts an, gar nichts. Funktioniert auch im Wasser wunderbar. Nachdem wir richtig gutes Wetter gestern hatten, sind wir heute Morgen vom Regen geweckt worden. Leider nicht von einem Fisch. War jetzt ruhig die erste Nacht. Wir sind immer noch in der Beißzeit. Eine gute Stunde, dann haben wir 11 Uhr morgens. War hier eigentlich immer eine gute Zeit. Ja, Wassertemperaturen sind hoch. Gestern gemessen irgendwas um 19,5 Grad. Natürlich nicht optimal, da kommt uns der Regen und Tiefdruck natürlich jetzt gelegen. Wenn die Fische ans Laichen gedacht haben, haben sie es hoffentlich jetzt ob abgebrochen oder zumindest wieder ein bisschen was auf Nahrungssuche gegangen. Heute Abend soll wieder ein bisschen die Sonne scheinen, dann kann man auch die flachen Plätze ganz gut kontrollieren. Sogar mit der Polbrille. Und dann reagieren auf die Situation. Mal abwarten. Aber kriegen wir schon noch hin. Wir stehen jetzt auf dem Platz meiner linken Route. Wasser ist super klar. Wir können hier bestimmt 4 Meter tief gucken, gerade mit der Polbrille. Und man sieht leider noch meine Boilies hier liegen. Ich habe die letzten Tage hier auch immer im Prinzip zu Fuß mit der Polbrille kontrolliert, vom Ufer aus. War immer alles weg. Jetzt liegen hier einfach noch die Boilies. Weißen Scoberries dazwischen, sehr, sehr gut sichtbar. Auch genau dafür hier gefüttert. Ja, wie gesagt, die liegen noch. Nicht so optimal. Ich sehe auch meine Montage von hier aus. Ein einfacher weißer Boilie. Ich weiß es nicht. Vielleicht hatten sie gestern dann doch Lust, endlich in den Laich zu gehen. Kann es mir eigentlich nicht anders erklären. Müssen wir jetzt mal Ausschau halten. Ich denke, wir fahren gleich nochmal Julians Route an. Die liegt sehr heiß. Auch gestern ja, wie gesagt, einen Fisch gesehen. Vielleicht finden wir da noch einen. Gerade einen gesehen, wirkt sehr lethargisch, da sind wir im Prinzip fast drüber gefahren über den Fisch. Ja, wenn man so ein bisschen bedenken, dass sie gestern das Laichen unter Umständen abgebrochen haben oder heute, finden hier jetzt auch gerade keine Fische und hier habe ich die letzten Tage eigentlich immer gesehen. Wie gesagt, der eine, aber sonst ist das noch auch nicht die Welt. Wir befinden uns am Ende des zweiten Tages, es ist über Tag leider nichts passiert, außer sehr viel Regen und der Wind hat stark zugenommen. Ich persönlich lasse meine Routen genauso liegen, fütter auch nichts nach, denn wir haben mit der Kamera kontrolliert, es lagen noch genug Boilies am Grund. Mir hat diese Taktik schon ganz oft die dicksten Fische eines Gewässers gebracht, wenn ich einen Köder einfach über 24 Stunden, 48 Stunden und noch länger am Spot unberührt liegen gelassen habe. Raphael, was machst du? Ja, ich werde es ein ganz kleines bisschen anders machen. Ich werde eine meiner Routen neu machen. Die links auf der Spitze, auf der Schieferspitze, lasse ich liegen.
Da haben wir heute auch kontrolliert, habe ich gesehen, dass alles noch wunderbar liegt, entsprechend nichts dran ist, auch noch Futter da liegt, also passiert da auch gar nichts. Die andere Route, die ich hier vor meinen Füßen habe, die werde ich rausholen, neues Rig dran machen, von einem Wefter auf einen Pop-Up wechseln, da ich ein bisschen in der Hoffnung lebe, wenn hier ein Fisch vorbeizieht, der nur ein ganz paar Boilies pickt, dass ihm dann doch noch dieser Pop-Up ein bisschen mehr ins Auge sticht und ich ihn vielleicht dann einfach noch damit abgreifen kann. Dementsprechend nur eine kleine Änderung, aber vielleicht macht sie schon was aus. Und wenn dann was passiert, gehe ich dann doch davon aus, dass es morgen früh vielleicht sein sollte, wo dann doch eigentlich auch hier immer die beste Beißzeit lag. Ich möchte euch jetzt kurz die beiden Rigs vorstellen, die ich hier am See verwende. Als erstes Rig, relativ einfach, IQD mit Mono. Da ich hier vorne vor den Füßen sehr, sehr freien Grund habe, keine Probleme habe mit großen Steinen oder dergleichen, kann ich also auch ein monofiles Vorfach verwenden. In dem Fall jetzt hier ein 20 mm Seafood Wefter, der perfekt ausbalanciert ist mit diesem 4er Curve Shank und etwas Tungsten und steifem Material. Ganz, ganz wichtig, diese Kombination, damit das auch wirklich genau so auftreibt bzw. am Grund liegt, wie man es haben möchte. Das zweite Vorfach, ein relativ einfaches, steifes Material mit etwas Knetbeil dran, vorne das Material abgecoatet, ein White Gap Haken von Hook Performance, der extra nachgeschärft ist, 24 mm Holy Ron oben angeschnitzt und einen halben Seafood Pop-Up oben drauf. Auch das eine sehr gute Kombination, die sich bei mir einfach hier über die Jahre bewährt hat. Also beides kein Hexenwerk, einfache Rigs, die hier absolut und ohne Probleme immer funktioniert haben. Ich habe gerade ein neues Vorfach gebunden für die Uferroute, die geht hier nur so 10 Meter raus auf 4 oder 3 Meter Tiefe, gucke ich mir jetzt gleich nochmal genau an. Eine Sache noch bevor wir losfahren, eine Polbrille habe ich immer dabei, einmal in dunkel und einmal die helle Version. Je nachdem wie die Lichtverhältnisse sind, kann ich so optimal das richtige Modell wählen, um den bestmöglichen Blick unter die Wasseroberfläche zu haben, gerade bei so einem klaren See. Ich habe jetzt am Anfang der Session einmal gemessen bis 20 Meter runter und man konnte deutlich sehen, dass das Wasser kontinuierlich bis 6 Meter von der Temperatur abgenommen hat. Immer so 1 Meter, 2 Meter dann in 0,5 Grad Unterschied, 3 Meter wieder 0,5 Grad weniger und auf 6 Meter kam dann, nee stimmt gar nicht, 6 Meter kam ein Sprung von 1,5 Grad und auf 10 Meter, von 10 auf 11 kam ein Sprung von 2,5 Grad. Also war es deutlich kühler, hatten wir dann nur noch irgendwie 13 Grad oder sowas und tiefer dann immer kälter bis 8 Grad runter. Jetzt haben wir hier zwei Tage richtig Wind drauf gehabt und man sieht ganz deutlich an dem GTM, wie sich das Wasser jetzt viel, viel besser durchmischt hat. Das heißt, angefangen bei 0 Meter, 18 Grad Wassertemperatur, 1 Meter, 18 Grad Wassertemperatur, 2 Meter, 18 Grad Wassertemperatur, 3 Meter 17,8, also nur 0,2 Unterschied, 4 Meter 17,8, 5 Meter 17,5, dann nochmal auf 0,3 Grad Unterschied, 6 Meter 17,2, auch 0,3 weniger, 7 Meter 15,7. Also die Sprungschicht liegt jetzt von 6 auf 7 Meter, hat sich jetzt also komplett verändert und wir angeln jetzt auf 6 Meter Tiefe. Ich lege die Rute jetzt an die Kante hier auf 6 Meter, kurz überhalb. Oberhalb der Sprungschicht, da laufen meistens die dicken Jungs. Fische ich jetzt am Ufer Slackline.
Also Schnur geben, damit sich die Schlagschnur, die monophile 0,60 mm habe ich drauf, schön auf den Grund legt. Gibt sowieso einen Vollrun. Ich glaube nicht, dass die Karpfen hier die Uferkante hochschießen auf mich zu. Also von daher, der Swinger kann ruhig fast am Boden liegen. Ganz locker. Lasse ich das erstmal alles schön absinken und hole die Markerboje rein. Die Routen sind wieder alle scharf für die Nacht, für die letzte Nacht. Raphael hat seine Uferroute hier vorne auch noch mal gerade neu gemacht, einfach reingeschnickt, ein paar Boilies oben drauf, um hier einen Zugfisch abzupassen. Endlich hat der Wind aufgehört. Wir haben hier den ganzen Tag 50, 60 Kilometer pro Stunde Windböen um die Ohren geknallt bekommen. Jetzt ist es ruhiger geworden, hat eben so ein bisschen angefangen zu nieseln. Vor uns war oder ist noch ein wunderschöner Regenbogen. Wir hatten die ganze Zeit einen relativ konstanten Luftdruck von um die 1013, 1014 HPA. Das ist gut. Ein schöner Südwestwind, eine ordentliche Brise, die uns auch genau ins Gesicht gekommen ist. Das heißt, den Wind hatten wir schön auf unser Ufer. Deswegen sind wir sehr zuversichtlich, dass heute Nacht noch ein, zwei Fische gehen. Einen wunderschönen guten Morgen. 5:30, Vollrun auf meine weite Route. Hinten auf 5 Meter vor den Büschen. Und mein erster Stauseekarpfen aus Deutschland. Ein schönes Tier, richtig fette Wampe, ich glaube, der hat noch nicht abgeleicht. Auf einem Auge ist er blind hier, auf der anderen Seite, zu mir hin zeigend. Ja, ich habe da einen Futterplatz angelegt, eine Straße gefüttert zu den Bäumen und das Ganze 5 Meter, ungefähr ja doch um 5-6 Meter Entfernung zu den Bäumen habe ich das Rig platziert, damit er mir da nicht reinballert. Hat alles geklappt, wunderbar, hier vom Ufer aus auf die Distanz, mit Absenkern, allen drum und dran. Geil, erster Fisch. Leider haben wir den Drill nicht drauf. Wir waren beide ziemlich aufgeregt und wollten den unbedingt haben, den Fisch hier. Wollten keine Fehler machen, keine Zeit verschwenden mit der Kamera und so weiter, sondern einfach nur schnell hinfahren und den abschöpfen. Das haben wir auch gemacht. Ich habe ihn dann erst vom Ufer natürlich weggezogen, ins Mittelwasser, ins Freiwasser hier. Wir haben hier mittendrin 42 Meter Tiefe. Und dann sind wir mit dem Boot drauf und der Schnur hinterher und haben den Fisch dann schön abgeschöpft hier. Richtig geil, ich freue mich mega. Schöner Fisch, dick und rund. So wollen wir sie haben. Stauseeangeln in Deutschland. Jetzt müssen wir die Session schweren Herzens beenden. Du willst ja noch ein bisschen hier bleiben, noch ein, zwei Nächte? Ja, genau. Also, ich weiß nicht, die Bedingungen waren echt nicht so optimal. Und ich muss auch ehrlich gestehen, normalerweise nach der Zeit, die ich hier jetzt gefüttert habe, den Platz vorbereitet habe, auch wirklich immer Fische hier gesehen habe und das Futter war immer weg, habe ich feste damit gerechnet, dass wir mindestens 2-3 Fische fangen. Okay. Ja. Weil, wie gesagt, auf Futter stehen die Fische hier voll und wenn, das war ja weg. Ja. Es war jedes Mal weg. Jeden Tag war das Futter weg. Und man muss halt sagen, wir sitzen hier wirklich an einem riesigen Stausee und das ist nicht so wie in Frankreich, dass die voll mit Karpfen sitzen, sondern wir haben hier 500 Hektar und wirklich nicht allzu viele Fische. Von daher ist das hier einfach diese Angelei und man kann hier halt mehrere Tage oder auch Wochen bestimmt mal blank sitzen. Ne? Ja, auch ohne Vorbereitung ist das im Prinzip hier, wenn man sich nicht wirklich abmüht, schwierig überhaupt einen Fisch zu fangen. Aber wir sind froh, dass wir euch wenigstens einen präsentieren konnten. Genau. Ein Fisch für so einen Film ist immer irgendwie so unser Ziel auch und das haben wir erfüllt, haben wir irgendwie wieder doch hinbekommen. Von daher freuen wir uns dann auf den nächsten Trip. Also ich werde bestimmt noch mal wiederkommen. Ich habe richtig Bock bekommen auf den See hier. Und wir hoffen, dass euch dieser YouTube-Film sehr gut gefallen hat und wir euch gut unterhalten haben. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ja, macht's gut. Ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem Vlog vom Stausee. Ja, ich habe gestern extrem lange Fische gesucht und ich habe keine Fische gefunden. Das war ein richtig hartes Brot, Kilometer gemacht ohne Ende. Nirgends Fische gesehen, habe mich dann ja auf Verdacht an eine altbekannte Stelle gesetzt. Ja, was soll ich sagen? So viele Blanknächte hier gemacht, letztes Jahr und dieses Jahr, das ist unglaublich. Es war richtig hartes Brot und heute Morgen haben sich die Mühen dann endlich bezahlt gemacht. Yes! Mega happy mit dem Fisch. Unglaublicher Fisch. Richtiges Urgestein hier aus dem See. Boah. Ich hoffe, es geht so weiter. Ich habe jetzt noch eine Woche. Werde die Fische hier aktiv beangeln, weiter suchen. Anders geht's nicht. Boah, was für ein Start. Ich komme nicht klar auf den Fisch. Hammer. Ja, was für ein Start.
in meinen Urlaub. Was für ein Start in die Session hier. Ich kann es immer noch kaum glauben. Unglaublicher Fisch, einer der größten, die ich hier tatsächlich schon an dem See gefangen habe. Zu mir, wo sitze ich? Ich sitze hier an einem 500 Hektar Stausee in Deutschland. Aufgrund des Coronavirus war es mir leider nicht möglich, eine Frankreich-Tour anzutreten in meinem Urlaub. Geplant war eigentlich, mit Christoph Mühl zusammen 2 Wochen Frankreich zu befischen. Eine Woche hätte der Julian begleitet mit der Kamera. Jetzt sieht es anders aus. Wir können nicht fahren. Es gibt da Dinge, die sind einfach wichtiger. Die Gesundheit geht vor. Wir können natürlich auch nicht zu dritt filmen. Dementsprechend habe ich mich gerade hier in Selbstisolation begeben. Bin hier allein am See und versuche das Ganze ein bisschen für euch zu begleiten. Ich habe gestern, im ersten Tag meines Urlaubs, nur nach Fischen gesucht. Ich habe ungefähr mit einem Kollegen 12 Kilometer Strecke hier gemacht auf dem See. Und ja, es war uns leider nicht möglich, Fische zu finden, was das Ganze natürlich nicht einfacher gemacht hat. Aber wir konnten 2 Bereiche ausmachen, in denen das Wasser wärmer war. Wir hatten 16,5 Grad Wassertemperatur an der Oberfläche, in diesen warmen Bereichen umliegend eigentlich nur 14 bis 15 Grad, was für mich immer ein guter Anhaltspunkt ist, wenn man wirklich keine Fische sieht, dass man da probieren sollte. Habe ich dann auch getan, habe mich in einen der Bereiche gesetzt und heute Morgen hat es dann wirklich um, ich glaube, 9 Uhr war es, gezappelt-rappelt und ja, was soll man dazu noch sagen? Unglaublicher Start. Ich werde euch die Woche mitnehmen, ein bisschen was zeigen zur Taktik, zu meinem Futter, zu den Rigs und zum Tackle, was ich hier benutze und wünsche euch dabei viel Spaß. So, ich möchte hier an der Stelle mal kurz aufs Tackle eingehen, was ich dabei habe jetzt für die nächste Woche. Oval Bed System, hier schon ein bisschen höher gelegt mit Steinen. Ja, das geht hier nicht anders. Ich sitze mal wieder im Steilufer. N2 Chest Waders dabei, eine Essenstasche dabei. Dahinter liegt noch mein Tempest, was ich jetzt hier nicht aufgebaut habe. Das Wetter war heute noch sehr gut. Soll sich die nächsten Tage ändern, Gott sei Dank. Ja, einen einfachen Futtereimer hier hinter mir stehen, sogar 2. Meine PVA Pouch immer griffbereit. Und hinter der Liege steht dann noch mein Deluxe Backpack. Der neue, auch mega cooles Teil. Gut damit unterwegs. Man sieht relativ leichtes Tackle. Und damit soll es dann auch im Großen und Ganzen erstmal funktionieren. Kommt die Tage dann nochmal ein Schlauch mit dazu, wenn ich umsetze. Und ja, soweit ist es das erstmal. So, ich möchte die Situation nutzen und euch mal kurz mein verwendetes Rig vorstellen. Ganz einfaches Pop-Up-Rig, das ich mir bei Christoph Mühl abgeschaut habe. Super zufrieden damit. 20 cm Mono, ein großer O-Wirbel, was Tungsten unten dran. Dann so 2,5 cm, die sind gerade, die sind nicht gebogen, also die sollen auch so stehen. Und ja, im Prinzip aus jeder Richtung, wie der Fisch ankommt und er versucht sich den Haken zu nehmen, sieht man, das Ganze dreht einwandfrei rum und dementsprechend halt auch ein echt guter Hakeffekt. Bisher sehr zufrieden, wie gesagt. Obendran ein weißer Pop-Up, was Neues bei uns von Successful Baits. Wir haben unsere komplette Pop-Up-Range überarbeitet. Ja, rausgekommen sind die ID-Pop-Ups. Eine mega gute Sache. Unmengen an Stimulantien und Additiven drin, die den Fisch zum Biss animieren. Genau hier über 3-4 Scoreberries angeboten. Ja, hat es schon geklappt. Manchmal kann es einfach sein. Aber ich denke, die nächsten Tage werden noch zäh genug. Muss man mal schauen, wie es dann läuft. Aber bei dem Rig weiß ich auf jeden Fall, kann ich mich darauf verlassen, dass es an dem nicht scheitert. Wir haben die Stelle verlassen, oder ich habe die Stelle verlassen. Bin jetzt zusammen mit einem Kollegen unterwegs. Wir moven jetzt an einen anderen Teil vom See. Gucken, haben wir ungefähr 2 Kilometer mit dem Boot überzusetzen. Machen jetzt alles parat, haben das Tackle hier gestapelt. Dann geht's los und dann sehen wir uns an der neuen Stelle wieder.
nachdem die eine Nacht nichts ging, sind wir in den flachen Bereich gemoved. Und ja, was soll ich sagen, Routen flach gelegt, ein paar Tigernüsse drum, Scarberries drum. Und auf dem weißen Pop-Up hat es dann heute Morgen tatsächlich gerappelt. Instant, eine Mega-Aktion, die Bedingungen sind perfekt, wir haben Tiefdruckgebiet. Wir hatten den ersten Regen seit, ich weiß nicht, 2-3 Wochen und davon auch nicht zu wenig. Besser ging es also gar nicht. Und ja, das hat uns der See dann spüren lassen. Tatsächlich instant direkt den Spiegler hier gefangen. Besser konnten wir hier an der Stelle nicht reinstarten. Die ganze Matte ist voll mit Tigernüssen. Der hatte Kohldampf. Richtig gute Aktion. Jetzt gerade lief eine von den tieferen Routen ab auf 3,5 Meter. Komm ich nicht drauf klar. Absolute Sternstunde gerade hier. Was für ein Fisch. Unglaublich. Habe ich hier noch nie so erlebt. Perfekte Bedingungen, perfekte Stelle. Das Futter wirkt. Unglaublich. Richtiger Kollege. Hat auch wieder 20 Kilo. Ja, bevor wir jetzt die Route auslegen, füttern wir da noch ein bisschen nach. Ich habe ja eben schon erzählt, Partikel. Das ist jetzt ein Weizen-Mais-Mix. Das ist ein Pure-Flow-System. Eine ganz gute Geschichte, um den Zug so ein bisschen ablaufen zu lassen. Dann gibt es noch diese riesen Schweinerei. Kann man die Partikel rausholen, die sind dann direkt trocken. Beziehungsweise halt nicht blitzschnass und ich erhalte mir den Zug. Ne? Super System, meines Erachtens noch vollkommen unterschätzt. Funktioniert wunderbar. Und ja, jetzt geht's mit den Partikeln ab an den Spot. Die Route gerade noch flott wieder rausgebracht. Ja, Spieler wieder. Ein paar coole Schuppen hinten in der Schwanzwurzel. Steht auch gut im Saft. Richtig kampfstarker Fisch. Wahrscheinlich eher noch, ja, echt ein junger Fisch. Scheint aber gut zu wachsen. Richtig cooles Ergebnis hier. Ja, die Beißzeit scheint sich ein bisschen rauszustellen. Mit sehr, sehr viel Glück läuft ja dann vielleicht heute Mittag noch mal einer an. Auch wenn meine Session noch nicht ganz am Ende ist, wir haben jetzt die letzten Tage ein bisschen mitgefilmt. Ich hoffe, war der ein oder andere Tipp dabei, hat ein bisschen Unterhaltung geboten. Wir haben bis jetzt 4 Fische gefangen. Ja, alles, was jetzt noch kommt, ist sowieso absoluter Bonus. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen. Okay, das ist jetzt, ich glaube, die 4. Nacht, die wir jetzt gemacht haben, 4 Fische. Klingt für manche gar nicht erstmal so viel. Das waren aber natürlich auch echt krasse Fische, muss man dazu sagen. Man muss einfach den Vergleich sehen, dass ich letztes Jahr hier richtig gelitten habe. Ich habe letztes Jahr 17 Nächte blank hier gemacht. Dieses Jahr nochmal, ich glaube, 4, bevor es dann angerannt ist. Und ja, gerade letztes Jahr mit der Videosession, die ich mit Julian hingelegt habe, war das echt ärgerlich, lange vorbereitet. Das sah jetzt vielleicht so einfach aus, aber das ist alles hier mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Und es hat sich jetzt endlich bezahlt gemacht, darüber bin ich mega happy. Und ja, mal schauen, was jetzt noch kommt. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Tage. Ich werde das Ganze versuchen, so gut es geht, in Fotos festzuhalten. Und dann wird man davon bestimmt noch irgendwo, auch bei Instagram oder Facebook, was von mitbekommen. Bis dahin, viel Spaß noch das Jahr über beim Angeln und bleibt alle gesund.